Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch jetzt das Detailvideo von meinem Elias. Ich dachte, das wollen bestimmt einige sehen, wie er sich verändert hat. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Okay, ich hoffe, das Licht funktioniert. Ich habe mir jetzt hier oben noch so eine Lampe hingebaut. Ich werde es versuchen, mit der noch ein bisschen aufzuhellen. Ich habe so das Gefühl, das funktioniert nicht so wirklich. Deshalb lasse ich die, glaube ich, besser aus. So ist das doch besser, das Licht. Ja. Ich liebe dieses Halstuch. Ich weiß nicht. Ich würde das immer, finde das so toll, den Schnuller. Was ich auch festgestellt habe, er hat den Magnet-Nuki jetzt andersrum. Das heißt, ich müsste halt auch den Schnuller mal noch andersrum machen. Hatte ich jetzt noch keine Zeit und Lust. Und ja, ich weiß nicht, ich habe ihm vorher auch nie Großschnuller reingemacht. Vor allem seine Lippen sind jetzt wieder schön. Unter anderem auch. Ja, wir werden ihn jetzt erstmal ausziehen. Und dann nachher natürlich zusammen anziehen. Vielleicht hole ich noch die Bauchplatte, weil die wollt ihr bestimmt auch sehen. Die habe ich ja jetzt wieder ausgezogen, weil irgendwie, ich mag es lieber, wenn er weicher ist. Ja, und in der Regel sieht man das ja nicht, ne? Bin am Überlegen, muss ich da mal noch so eine gute Füllwatte kaufen. Sie hat ja von der Füllung her nichts verändert, sie hat einfach nur in wunderschön gefärbt. Genau. Ich weiß nicht, wollt ihr den Stoffkörper aufdrehen? Ja, der Stoffkörper ist der hier. Ich denke, das ist jetzt nicht so interessant. Ich hole euch nachher noch die Bauchplatte. Jetzt fangen wir aber erstmal so an. Also was ich auf jeden Fall ganz toll finde, er fühlt sich jetzt irgendwie, das hat mein Mann schon gesagt, er ist irgendwie weicher. Aber trotzdem eben, also keine Ahnung. Er fühlt sich auch ganz anders an, so. Klar, er ist dann so rau, so versiegelt. Ja, jetzt versuche ich euch mal die Färbung zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das so gut geht. Das sind die Beinchen. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt den Körper vielleicht doch kurz. Er hat ja so einen Stoffkörper, dass er hinten so einen wunderbaren Popo hat. Und ich eben ihn nur eine Windel anziehen kann und nur ein Body und ich liebe das einfach so sehr. Deshalb bekommt er immer diese Eulen. Wenn du jetzt gerade. Ich mag die mittlerweile. Wäre ich früher auf diese Stoffwindeln gekommen, hätte ich nie so viele Windeln gekauft, wie ich mittlerweile habe. Ich kaufe keine mehr. Weil ich weiß, ich finde das total sinnlos. Die sind doch viel schöner. Viel schöner. Die ist eben jetzt von Simple. Nee, von Blueberry Diapers. Die Simplex. Das ist die IO, also All in One. Sprich, man muss die nicht extra befüllen. Da ist alles zusammen. Okay, jetzt nehme ich die Kamera mal in die Hand und fange mit den Füßen an. Er hat auf jeden Fall wunderschöne Haare. Das zeige ich euch aber dann nachher noch. Also, das sind jetzt die Füße. Und ihr seht jetzt auch schon, das ist so eine richtige Hautstruktur. Ja. Also eine richtige Hautstruktur einfach. Ihr seht es ja im Vergleich zu meiner Hand. Man könnte meinen, ich habe einen echten Fuß immer in der Hand. Also es ist echt toll geworden. Wahnsinn. Nichts zu freuen. Auch hier seht ihr es. Ich glaube, das Bild kann es ganz gut aufgreifen. Ja, er fühlt sich echt richtig schön an. Auch wenn ich versuchen würde, von unten so zu halten. Hat er natürlich nicht eine schöne Fältchen.
Wenn sich ja irgendwie so von der Bewegung. So, dann die Hand, auch die Ärmchen sind jetzt. Die Struktur hier, hier sieht man eine Ader. Das sieht einfach nicht mehr aufgemalt aus, das sieht einfach richtig aus. Und ihr wisst ja, ich habe mich in diesen Bausatz total verliebt. Jetzt muss ich mir nur noch an die Schönheit von ihm gewöhnen, weil der ist noch so ungewohnt. Die Hände fühlen sich einfach irgendwie weicher an wie vorhin. Man kann viel einfacher so machen. Die werden sich nicht mehr, mehr oder weniger. Ja, seht ihr auch wieder die Färbung, ne? Er hat ja eben Dreiviertelarme. Was mich jetzt bei den Armen nicht so stört wie bei den Beinen. Nur ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht mal nochmal einen neuen Körper besorge. Und irgendwie, in, weiß nicht, der Stoffkörper fühlt sich ein bisschen so angenehm, dass sich gedehnt hat. Das ist einfach nicht mehr so richtig passt. Die zweite Hand, da sieht man eben auch wieder eine Ader. Fingerchen. Ich finde, das hat die Ines richtig, richtig toll hinbekommen. Ich glaube, das geht sogar. Es geht sogar einiges von den Details, oder? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob man das jetzt ganz gut erkennen konnte oder nicht. Ich weiß nicht, ich sehe das jetzt doch ganz gut. Das ist das Gesichtchen. Genau, er hat jetzt auch wieder Wimpern richtig viel, also richtig schöne. Genau, eine wunderschöne Färbung. Schöne Hautstruktur. Ja, den Kratzer haben wir weggemacht, ja, weil der war einfach nicht so. Aus. Genau, und das sind die Haare. Ihr überlegt, wie die Haare vorher waren. Sie hat die ja komplett runter gemacht und jetzt hat sie hier so einen Wirbel hingemacht. Den könnten wir meiner Hotstone noch mal schön hinmachen. Aber ich dachte, jetzt hole ich mir noch erstmal noch schnell die Bauchplatte. So, ich habe sie gleich mal dran gemacht und ihr seht einen Unterschied zu vorher wie Tag und Nacht. Ich zeige es euch jetzt noch etwas im Detail. Und was mich auch interessiert, macht ihr die Bauchplatten eher hin oder eher weg? Ich habe sie eher jetzt mittlerweile weg, weil irgendwie das schon schöner. Ich zeige euch jetzt auch sein Geschlecht. Also wenn ihr das nicht sehen wollt, vielleicht überspringen oder wegschauen. Genau. Ich zeige es euch vielleicht doch nicht so ganz. Ja. Für Bilder ist das natürlich richtig schön. Ich bin so froh, dass es so gut geworden ist. Jetzt machen wir mal noch zusammen die Haare, dass ihr die auch noch mal sehen könnt. Genau, ich mache die entweder mit der hier, wenn ich es nass mache, und wenn ich es trocken mache, nur mit der hier. Das ist so eine ganz weiche und ich finde die jetzt viel besser, wie die, wo ich vorher immer hatte. Der Wirbel steht etwas ab. Da nehme ich dann etwas Wasser.
So. Genau. Sieht man es. Er hat einen Wirbel. Er hat wunderschöne, etwas längere Haare, weil er ist ja kein Neugeborenes eigentlich mehr. Genau. So, und vorne. Ich finde die Haare richtig toll. Ich mochte es ja immer schon, dass er etwas diese dunklen Haare hat und eben auch nicht zu wenig. Und jetzt hat er eben wieder ein volles Haar, kann man ja sagen. Ne? Und jetzt ziehe ich ihm wieder das Selbstgenähte an. Das hier. Aber mit einem anderen Body als dem weißen. Ich wollte mal wieder die einen Bodies anziehen. Diesen hier. Machen wir die Bauchplatte weg. Ach, jetzt lassen wir sie gerade mal dran zum Testen. Vielleicht ist die ja auch ein bisschen weicher geworden. Ich finde die Farbe so toll. Das ist blau. So. Fingerchen. Er glaubt nicht, wie froh ich bin, dass er wieder zurück ist. Hey, 3 Wochen lang hat es mit der Post gedauert. Ich hatte schon, keine Ahnung, die Befürchtung, er ist weg. Da hilft einem ja auch keiner weiter. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal Erfahrung gemacht habt. Ja. Die schönen Sockies. Jetzt zeige ich euch nochmal das selbstgenähte Outfit. Ich weiß nicht, das habe ich glaube noch nicht gezeigt. Das ist diesmal auch schon viel besser geworden wie das erste Mal. Der Stoff ist ja der Hammer. Ich will meiner Schwester bekommen. Genau, so sieht er aus. Auch hier oben habe ich das dieses Mal so gemacht, dass ich das nicht abgenäht habe, sondern ich habe das quasi mit Hilfe der Druckknöpfe umgeknöpft. Eben vorne dasselbe. Klar, selber genäht wird nie perfekt, aber ich finde es echt super schon. Auch unten der Zwickel, der hat diesmal nicht so eine komische Wulst wie letztes Mal. Nur noch hier so minimal. Aber eigentlich kaum mehr. Und ich finde, diese Art von Strampler stehen ihm richtig gut. Meine Mama hat auch gesagt, sie mag die Strampler lieber, die unten wie nennt sich das? Ach, so keine Füßchen haben, sondern so Bündchen. Weil die kann man dann auch mal ein bisschen länger tragen. Die Kleinen groß werden will. Ja. Da kann man einfach längere Socken anziehen, dann passt das immer noch. So sieht der kleine Mann angezogen aus. Oh, er sieht den Kopf nicht. Tut mir leid. So sieht er angezogen aus. Ja, jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich natürlich immer über einen Kommentar, einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.